willkommen zu einer neuen Folge von der Dickkopf Show. Ich bin Joshua und das ist Klaus und wir beide sind die heutigen Moderatoren von dieser Folge. Erstmal kurz vorab, wer den Klaus bisher noch nicht kennt, das ist unser Redakteur von der Dickkopf Redaktion, der normalerweise so im Hintergrund mitarbeitet und der Leiter von dem ganzen Haufen hier ist. Und wir haben uns heute überlegt, wir beide machen zusammen eine Show über einen tollen amerikanischen Autor. Und zwar, über wen reden wir heute? Über Joe Hill. Und das ist niemand anders als Joseph Hillstrom King. Das ist der Sohn von Stephen King, den bestimmt alle von euch schon kennen. Er ist ein ziemlich berühmter Autor. Unter anderem hat er ja auch diesen Megaseller S geschrieben, der jetzt auch vor einigen Jahren wieder verfilmt wurde. Genau. Ja. Und, also es ist eine lebende Legende und der Sohn von einem Großmeister, so viel erstmal dazu. Genau. Wir haben uns natürlich auch überlegt, was macht Joe Hill denn, beziehungsweise was hat er vor dieser tollen Comicparade gemacht? Und damit hat sich auch Klaus auseinandergesetzt. Er hat schon einige Kurzgeschichten geschrieben, er hat zum Beispiel Romane geschrieben und so, aber er hat auch vor allen Dingen eine schon ausgezeichnete Comicserie geschrieben, Lock and Key, vielleicht kennt ihr die ja, ist auch bei Panini rausgekommen in Deutschland, genau. Und ich meine, im Original wäre es DC Comics gewesen. Das kann sein, weil wir müssen hierzu auch sagen, die erscheinen ja auch über DC Black Label und da ist es sehr wahrscheinlich, dass das auch über DC gelaufen ist. Ja, und er hat auch einige Auszeichnungen schon bekommen, unter anderem den British Fantasy Award oder auch den International, das muss ich ablesen, Horror Guide Award. Genau. Habe ich zwar noch nie was von gehört, aber okay, wird wahrscheinlich auch also, eine gute Auszeichnung sein. Also dazu muss ich sagen, ich kenne mich damit ein bisschen aus und ich muss sagen, das ist so die Königsklasse, darüber freut sich jeder, der so einen Preis erhält. Und das ist eine große Auszeichnung und er ist auch nominiert. Und zwar für welchen Preis? Ja, für den Good Heads Choice Awards Best Graphic Novel. Genau. Also länger geht's nicht. Vielleicht hätten sie doch mal dran setzen können und dazu so, aber kann man sagen, kurz überhalten. Ne? Diese Nominierung, die kommt aus den Vereinigten Staaten und die stehen darauf, einen sehr langen Teil zu machen. Ja, und sie haben für alles einen Award. Genau. Heißt zwar Award, aber wir sagen Award. Wir können auch Award sagen. Also ich denke mal, dass da gibt es so viele verschiedene linguistische Dialekte, ich meine, ein Bayer sagt ja auch nicht das gleiche wie Nordrhein-Westfalen, ne? Oder so. Gut. An dieser Stelle sagen wir mal an Ihnen, an euch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir bei der Dickkopf-Redaktion, wir gehen das immer ein bisschen locker flockig an und vielleicht könnt ihr euch ja mal schreiben, wie spricht man Award aus? Award oder Award? Wie willst du das schreiben? Ja, wieso? Die können uns doch eine E-Mail schreiben, die Leute. Okay, dann schreibt uns eine E-Mail an info@dickkopf.de. Das wäre eine interessante Frage. Ja, genau. Und wir schreiben euch garantiert zurück. Genau. Erstmal dazu, nicht, dass ihr gleich denkt, was sind das denn da für zwei Lappen vor der Kamera. Wir haben uns auch mit den Comics beschäftigt, die wir heute vorstellen wollen. Und zwar haben wir einmal einen Korb voller Köpfe und den Comic im tiefen, tiefen Wald, beides unter dem Label Joe Hill Comics bzw. Joe Hill und das Ganze ist erschienen unter anderem im DC Black Label und letztendlich dann auch bei Panini, weshalb wir das hier heute in der deutschen Fassung in der Hand halten können. Einmal hochhalten. Tschüss! So, gehen wir erstmal kurz ein. Ich werde euch ein paar Informationen erzählen und zwar erstmal zu Ein Korb voller Köpfe. Die Story spielt so um 1983 rum und spielt auf der amerikanischen Insel Brody Island. Und dort haben wir die Hauptperson June Branch und ihren Freund, ihren Freund Liam. So, das passiert, wenn ich amerikanisch-englisch rede und... dazu braucht ihr uns nichts zwei. Genau. Und es ist so, normalerweise ist diese Insel sehr cool, sehr schön, ein toller Urlaubsort. Doch wir haben in diesem Comic eine wahre Horrornacht. Denn
June Branch entdeckt ganz neue Seiten und auch von ihrem Freund, wo sie eigentlich dachte, den kennt sie ziemlich gut. Es brechen Verbrecher aus, die morden wollen, die Informationen wollen, die ein Geheimnis lüften wollen und einem Geheimnis hinterher sind. Und June Branch ist da in irgendwas reingetan, wo sie null Ahnung hat. Und was sie auch ziemlich schockiert, ihr Freund hat sehr viel mit zu tun. Und dann kommt es auch noch dazu, dass sie in der Hütte vom Sheriff selber überfallen wird. Und dann ist natürlich Notwehr gefragt. Und sie greift zu einer alten Wikinger-Axt und köpft jemand. Das Wunderliche dabei ist, what the fuck, diese Person redet mit mir, obwohl der Kopf abgefallen ist. Und im weiteren Verlauf wird sie dann noch weitere Erkenntnisse zu schließen. Ich muss sagen, ich möchte euch jetzt nicht allzu viel klauen, was da genau passiert, wie es weitergeht und wer da genau geköpft wird. Aber wichtig dabei ist, es ist ein bisschen mystisch, es hat viel Horror, die Zeichnung ist genial vom Zeichner Leo Mays, den wir auch schon von Lucifer kennen. Insgesamt kommen wir hier auf 188 Seiten für 120 Euro. Das ist wirklich für so ein tolles Special sehr cool. Redet doch nicht mal so viel. Mir wird schon fast kalt hier. Jetzt kommen wir zum tiefen, tiefen Wald. Im tiefen, tiefen Wald, auch über Joe Hill. Und dort muss man sagen, alle, die Stranger Things kennen, eine Netflix-Serie, ne, da haben wir letztens auch mal drüber gesprochen und uns mal reingeguckt. Und deswegen können wir das jetzt auch mal so sagen. Dieser Band erinnert sehr an eine Stranger Things-Folge. Also wer die Serie toll findet und die Comic-Serie, die übrigens auch bei Panini läuft, toll findet, der wird auch Interesse an diesem Band haben. Denn es spielt in einer Kleinstadt, nämlich Shudder to Think. Und das spielt so in Pennsylvania, also wieder in Amerika. Und dort haben wir die beiden Hauptpersonen Octavia und Eldora. Und die treffen nach einem Kinobesuch auf mysteriöse Wesen. Und zwar eine, sagen wir so, so eine Mischung aus Hirsch und Mensch. Das ist schon ein bisschen creepy. Und im ganzen Verlauf werden die noch weitere solcher Wesen treffen. Und die fragen sich immer mehr, wieso genau unsere Stadt? Und da spielt vielleicht auch die Vergangenheit eine wichtige Rolle, denn dort gab es früher schon mal solche Treffen. Dort hat man nämlich zum Beispiel Wesen ohne Haut vorgefunden. Also ist, man merkt an unseren Erzählungen her, die Story ist auch düster. Wir haben viel Horror und die Zeichnung ist aber ein bisschen anders als in dem Band Ein Korb voller Köpfe, weil wir hier ein ganz anderes Team haben. Und zwar haben wir nämlich als Zeichner Carmen Maria Marquardo und die kennen wir zum Beispiel von dem Buch Ihr Körper und andere Teilhaber. Das ist wirklich etwas, was auch schon viele Auszeichnungen bekommen hat. Vielleicht kennt ihr es ja, ansonsten lohnt sich das auch mal reinzugucken. Und als Zeichner haben wir Danny Strips, das ist auch eine Frau und zusammen haben die wirklich einen tollen Band erschaffen. Insgesamt kommen wir hier auf 164 Seiten für nur 19 Euro. So, wir beide müssen sagen, wir empfehlen euch all diese Joe Hill-Bänder, nicht wahr? Ja, genau. Unbedingt. Und wir haben auch schon mal für euch so ein bisschen geguckt, was erwartet uns 2021. Und dort werden wir auch noch mehrere Joe Hill-Bände finden. Das freut uns beide sehr, weil wir aktuell diese Serie sammeln und feiern. Ja, wollte ich nämlich auch gerade sagen, ich bin dafür richtig dankbar, dass Panini diese Joe Hill-Geschichten nach Deutschland holt und denn wir sind hier ja, ist der Autor, glaube ich, noch nicht ganz so bekannt. Aber das wird sich, denke ich, ändern. Und die Qualität der Bände sprechen für sich. Also das genau. Ist echt. Wir wollten mit diesem Video auch einfach mal Joe Hill so ein bisschen präsentieren, damit wir einfach diese Unerfahrenheit so ein bisschen brechen können. Ich hoffe, euch hat diese Produktion heute sehr gefallen. Wir haben uns echt Mühe gegeben und an manchen Ecken war es vielleicht ein bisschen lustiger, als ihr vielleicht gewohnt seid. Aber das ist überhaupt kein Problem, weil wir gehen mit Spaß durchs Leben und wir freuen uns immer wieder über Comics. Und deswegen müssen wir manchmal schauen, ob wir uns ein bisschen zurückhalten können. Und deswegen steht das auch außer Frage, dass diese Sendung super gut geworden ist. Genau. Wenn ihr noch mehr sehen, lesen oder hören wollt, dann schaut doch einfach mal bei dickkopf.de vorbei mit Doppel-P und Doppel-K. Andersrum, mit Doppel-K und Doppel-P. Ich komme immer wieder durch. Das haben wir auch schon mal besser gemacht. Das haben wir auch schon mal besser gemacht.
Außerdem lasst ein Like da, schreibt uns gerne Kommentare und abonniert unseren Kanal, dann kriegt ihr weitere Informationen, wenn ein neues Video, eine neue Produktion etc. rauskommt. Außerdem haben wir auch eine E-Mail-Adresse und zwar info@dickkopp.de, dickkopp.de. Und was machen wir damit? Da könnt ihr hinschreiben und könnt uns alles schreiben, was euch so auf dem Herzen liegt, was ihr gerne mal besprochen haben wollt oder was ihr selber mal irgendwo gesehen habt oder so. Also wir sind alles Fragen. Offen und wir hören uns das gerne an und gucken da mal nach und werden das auch gerne in unsere Sendungen mit einbauen. Genau, wer weiß, vielleicht seid ihr schon in der nächsten Folge mit drin, mit einem tollen Kommentar etc. Und das würde euch und uns sehr freuen. Ja. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute, bleibt gesund und bis zur nächsten Show. Ciao! Tschüss!